Einen schönen guten Morgen. Bonjour, l'Assemblée. Schön, dass du da bist. Lass uns noch beten. Prions. Hallo, mein Vater, ich danke dir für den neuen Tag, den du uns geschenkt hast, Herr. Seigneur, nous te disons merci pour la nouvelle journée que tu nous as accordée. Danke, Herr, dass du hier bist. Seigneur, merci parce que nous sommes ici. Herr, wir bitten dich wirklich, sprich zu uns heute Morgen. Seigneur, nous te prions de nous parler ce matin. Lass uns wieder ein bisschen mehr verstehen. Nous voulons comprendre plus. Was du in deinem Wort sagst. Ce que tu as dans ta parole. Wir brauchen diese Erkenntnis von dir. On a besoin de cette révélation. Amen. Amen. Psalm 143:10. Psaume 143, verset 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Das ist ein Lied oder ein Gebet von David. C'est un chant ou une prière de David. Und es ist eine Bitte an Gott. C'est une prière à Dieu. Lehre du mich. Enseigne-moi. Ich brauche deine Hilfe. J'ai besoin de ton aide. Die Hoffnung für alle Übersetzung sagt, dann kann ich auf ebener Bahn gehen. La traduction Hoffnung für alle ou soit l'espoir pour tout le monde dit nochmal. Auf guter Bahn gehen, auf ebenem Weg. Aller sur un bon chemin. Und ja, der gute Geist ist der Heilige Geist. Le bon esprit, c'est le Saint-Esprit. Der Heilige Geist hat so viele Namen, zum Beispiel der Tröster. Le Saint-Esprit a beaucoup de noms, comme par exemple le Consolateur. In Lukas 12:12, der Geist der Wahrheit. Dans Luc 12, verset 12, l'Esprit de Vérité. In Römer 15:13, Geist der Hoffnung. Dans Romains 15:13, l'Esprit de l'Espérance. Und eine der, gibt's noch viele, aber eine der, ja, ich denke, der wichtigsten ist, er schenkt uns Offenbarung. L'important, ou ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit nous donne des révélations. Und ich möchte ein kurzes Zeugnis erzählen. Je veux donner maintenant un témoignage. Vor circa 18 Jahren, als ich mich wieder neu entschieden habe, mit Gott zu gehen. Il y a de cela 18 ans, quand j'ai décidé, ou j'ai encore décidé de marcher avec le Seigneur. Da war ich schon in der Gemeinde und im Frühgebet. J'étais dans l'assemblée, j'étais venu à l'église, j'étais j'étais à la prière matinale. Aber davor war ich jahrelang in der Welt unterwegs. Mais avant cela, j'étais des années dans le monde. Und hat viele Dinge, die nicht so gut waren. Et j'avais fait des choses qui ne sont pas bonnes. Und in einer der Gespräche hat mit der Pastorin Amy. Diskussion, die ich hatte mit dem Pastor Amy. Sagte sie doch glatt, ich solle nicht mehr in die Disco gehen. Das ist nicht gut. Sie hat mir. Elle m'a dit directement, ne va pas dans la discothèque. Und ich bin nach Hause zu meiner Mama. Je suis rentré à la maison et j'ai parlé avec ma maman. Und habe gesagt, stell dir vor. Ich soll nicht mehr in die Disco. Ja, peux-tu imaginer, tu ne vas plus aller dans la discothèque. Und eigentlich verspürte ich schon länger gar keine Lust mehr hinzugehen. Même moi-même, je sentais que j'ai plus envie d'aller dans la discothèque. Aber es gab da eben noch ein paar Baustellen. Mais il y avait des chantiers encore à moi. Und dann war ich eingeladen zu einem Geburtstag von einem damals sehr guten Freund von mir. J'étais invité à un anniversaire d'une amie à moi. Und dann sind wir in unseren Stammclub gegangen. Et nous sommes partis encore dans la discothèque. Und ich habe geliebt Hip-Hop, R&B, das war so. J'avais aimé les chants de Hip-Hop. Und als wir dort waren, habe ich irgendwie angefangen, mich so unwohl zu fühlen. Et quand nous étions arrivés là, j'ai commencé par me sentir mal à l'aise. Und da war unten der Tanzbereich und oben waren so Sofas zum Hinsetzen. Il y avait là-bas là où on dansait et en haut il y avait là où on s'assoit. Und das werde ich nie vergessen. Ich saß dort
auf einem von diesen Sofas. Et je ne peux jamais oublier, il y avait là, comment dire, des fauteuils où on s'assoit. Und auf einmal öffnete der Heilige Geist mir die Ohren. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a ouvert les oreilles. Und ich verstand jedes einzelne Wort. Et j'ai compris toutes les paroles. Von den Texten. Ou les textes qui sont. Die dort liefen. Qui sortaient de la musique ou les textes musicaux. War natürlich alles Englisch und ich habe nie so darauf geachtet. Donc les textes qui venaient de la musique, c'est normalement c'est en anglais, je ne comprenais rien. Und in diesen Texten geht es eigentlich immer nur um die gleichen Sachen. Mais dans ces textes ou dans ces paroles, il revenait seulement les mêmes choses. Und das war schrecklich. C'était horrible. Es war schrecklich zu hören, auf was für Texte ich dachte, ich habe Spaß und tanze. Et c'était horrible de savoir les paroles sur lesquelles je dansais. Ich hielt es nicht mehr aus, ich bin raus, bin gegangen. Je ne pouvais pas supporter et je suis sorti. Und ich habe nie wieder einen Club betreten. Et depuis ce jour, je n'ai plus mis pied dans la discothèque. Der Heilige Geist schenkte mir diese Offenbarung. Le Saint-Esprit m'a donné ou m'a offert cette révélation. Und vielleicht denkst du, was, der Heilige Geist ist da in der Disco? Je dis, ah, le Saint-Esprit est là, dans la discothèque. Der Heilige Geist ist in mir. Le Saint-Esprit est en moi. Und ich bin so dankbar dafür. Et je remercie le Seigneur pour cela. Dass ich diese Erkenntnis bekommen habe. Parce qu'il m'a donné cette connaissance ou cette révélation. Ich musste nicht dann irgendwie diskutieren noch über das Thema oder. Je n'ai plus besoin de discuter par rapport à ce thème. Es war einfach klar. Das ist, da gehe ich nicht mehr hin. Das hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun. C'était clair. Je ne vais plus aller là-bas. Ça n'a plus rapport avec ma vie. Und ich habe mich in der letzten Zeit sehr damit beschäftigt. Wie wichtig es ist, auf den Heiligen Geist zu hören. Et ces derniers temps, je me disais comment c'est important d'écouter le Saint-Esprit. Und ihn mit einzubeziehen. Et de l'appeler. Und wir leben in einer Zeit, wo es so wichtig ist, ich glaube, wie nie zuvor Klarheit zu haben. Nous vivons dans un temps où c'est important. C'est plus jamais important d'écouter le Saint-Esprit. Und man sagt ja immer, der Weg ist schmal. On dit toujours, le chemin est étroit. Aber ich glaube, der Weg ist schmaler als schmal. Et je crois que le chemin est plus étroit qu'étroit. Und der Feind hat es leider geschafft, in allen Bereichen in fast alle Bereiche irgendwie reinzukommen. Et l'ennemi a réussi à rentrer dans tous les domaines. Leider auch in Bereichen, wo man es nicht denkt. Et malheureusement, dans les domaines où on ne croyait pas que l'ennemi pourrait être là. Und ja, mein Anliegen ist, oder auch an mich einfach, weise zu sein, was wir uns ansehen. Ma prière, c'est d'être sage. Und weise zu sein, was wir uns anhören. D'être sage par rapport à ce qu'on voit, d'être sage par rapport à ce qu'on entend. Das Internet ist voller christlicher Dinge. L'Internet est plein de choses chrétiennes. Inputs. Des inputs, des entrées, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute. Doch leider auch voll von Dingen, die nicht gut sind. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Musik. La musique. Nicht alles, was christlich ist. Tout ce qui n'est pas de Dieu ou ce qui n'est pas chrétien. Ist gut. C'est bien. Oder segensreich. Ou plein de bénédictions. Es gibt vieles, was Gott nicht die Ehre gibt. Il y a beaucoup de choses qui ne donnent pas l'honneur à Dieu. Das gleiche gilt auch für Predigten. Ja, na aussi, ja, on a des prédications. Auslegungen, Meinungen. Il y a des interprétations, il y a des idées. Oder Kommentare, wo einem schwindelig wird. Il y a des interprétations qui te donnent la nausée. Wo man denkt, was hat das noch mit dem Wort Gottes zu tun? Et tu te poses la question, qu'est-ce que cela a avec la parole de Dieu? Und eine der Sachen, wo ich fest überzeugt bin, das Wort Gottes ist klar. Je sais que la parole de Dieu est claire. Genauso wie man sein Leben, wenn man sich entscheidet, mit Gott zu leben, dann kann man nicht ein Bein hier und ein Bein da, sondern man muss klar gehen. Ainsi, comme on décide d'aller avec Dieu, de ne pas mettre la jambe gauche de l'autre côté, la jambe droite de l'autre côté, il faut être clair.
Und mein Mann sagt immer... mon mari me dit toujours... Verurteile niemanden. Ne juge personne. Du weißt nicht, wie er oder sie mit Gott steht und ob da Buße geschehen ist. Tu ne sais pas quelle est la relation entre cette personne et Dieu, ou la personne a déjà, s'est déjà repenti. Wenn wir an David denken. Si nous pensons an David... Er sündigte, er tat schlimme Dinge. Il a fait des choses qui sont aussi horribles. Aber er erkannte und tat Buße. Et il a reconnu et s'est repenti. Und eines Tages muss jeder selber vor Gott stehen und sich rechtfertigen. Un jour, chacun de nous doit être devant Dieu et donc rendre compte de ses œuvres. Aber was du machen kannst, ist frag den Heiligen Geist. Mais ce que tu dois faire, demande au Saint-Esprit. Ob du in diese Richtung weitergehen sollst. Ou si tu dois prendre cette direction ou pas. Ob du dir das anschauen oder anhören sollst. Ou si tu dois voir cela ou tu dois entendre cela. Eine der Gaben ist Erkenntnis. Il y a beaucoup de dons. L'un de ces dons, il y a aussi la connaissance. Aber wenn er spricht, dann triff eine Entscheidung und handle auch. Et quand il parle, prends la décision et ne fais plus. Gott zwingt uns seinen Willen nicht auf. Dieu ne nous force pas. Wir haben immer die freie Wahl. Nous avons la liberté. Ich höre bestimmte Künstler nicht mehr. Moi, je n'écoute plus certaines personnes ou certains artistes. Frag mich nicht welche, ich werde keine Namen nennen. Ne me demande lequel artiste, je ne vais pas donner un nom ici. Machen sie schlimme Dinge? Fait-il des choses qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas bonnes? Nein, nicht unbedingt. Non, pas tellement. Und ich verurteile sie nicht. Je ne les juge pas. Aber ich habe keinen Frieden mehr. Mais je n'ai plus de paix. Und bestimmte Sachen schaue ich nicht mehr an. Il y a certaines choses que je ne vois plus. Bin ich jetzt radikal und übertreibe ich? Suis-je devenu radical? Nein. Non. Ich habe eine Entscheidung getroffen und mit Gottes Hilfe will ich standhaft bleiben und auf dem schmalen Weg gehen. J'ai pris une décision et je vais rester sur cette ligne. Und es ist schwer und es wird schwerer werden. Es ist difficile, ça va devenir plus difficile. Und in 1. Timotheus 4, 1-2, da wird das ganz klar auch angesprochen. Dans 1 Timothée 1, verset 4, dans 1 Timothée 4, verset 1 à 2, c'est écrit. Das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung, die habe ich jetzt genommen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren oder in letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Ici c'est l'interprétation de Louis II, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétissure dans leur propre conscience. Das ist eine krasse Bibelstelle, ja? C'est une parole très puissante. Und ich sage nicht, dass alles dämonisch ist, ne? Aber es kann sein. Je ne dis pas que tout est démoniaque, mais ça peut l'être. Und Jesus warnt uns hier und er wusste schon warum. Jésus nous prévient ici et il sait pourquoi. Ist es dann überhaupt möglich, irgendwie auf diesem richtigen Weg zu gehen, auf dieser ebenen Bahn? Est-ce possible de rester sur ce chemin? Es ist möglich. C'est possible. Müssen wir jetzt Angst haben? Devons-nous avoir peur? Nein. Non. Aber weise. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Mais nous devons être sage. Ici vient le Saint-Esprit. Der Geist der Wahrheit. L'Esprit de vérité. Und er ist da. Et il est là. Und schon David betete. Mais David aussi a prié. Wenn wir das lesen und bittete Gott um Hilfe. Que quand nous lisons, demande l'aide de Dieu. Und dass sein guter Geist ihn führen möchte auf ebener Bahn. Et que son bon esprit le conduise sur la voie droite. Wie wichtig ist es erst für uns heutzutage? C'est tellement important pour nous aujourd'hui. Wir brauchen diese Offenbarungen, so wie ich damals im Club. Nous avons besoin de cette révélation, comme chez moi dans la discothèque. Meine erste Reaktion war so eine Frechheit. Warum? Ma première réaction c'est que ah, c'est une impurité, c'est quoi, pourquoi? Na, menschlich konnte ich das nicht verstehen und nicht erkennen oder sehen. Mais je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas reconnaître. Aber der Heilige Geist hat es offenbart. Mais le Saint-Esprit me l'a révélé. Ich
bekam eine liebevolle Offenbarung. J'ai reçu une révélation d'amour. Und Gott macht alles aus Liebe zu uns. Dieu fait tout avec, par amour et avec amour. Er will uns ja nicht irgendwie so einzwängen irgendwie. Il ne veut pas nous, nous forcer. Aber er will das Beste für uns. Mais il veut le meilleur pour nous. Und deswegen müssen wir einfach wachsam sein. C'est pour cela que nous devons faire attention. Mehr als je zuvor. Plus que jamais. Ich bin sehr dankbar für diese Gemeinde. Je remercie le Seigneur pour cette assemblée. Weil es einfach eine bibeltreue Gemeinde ist. Parce que c'est une assemblée qui est fidèle à la parole de Dieu. Und das ist so, so wichtig et und c'est, wertvoll. C'est vraiment important et cela a de la valeur. Lass uns noch beten. Prions. Halleluja, Vater, ich danke dir. Seigneur, merci. Dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Danke, dass wir als Kinder Gottes. Merci parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mit dir, Heiliger Geist. Avec toi, le Saint-Esprit. Gehen können. Nous pouvons aller avec toi. Danke, dass wir dich in allen Lebensfragen, Umständen um Rat bitten dürfen. Merci parce que dans tous les moments, tous les temps, nous pouvons te poser les questions. Danke, dass du uns Offenbarungen und Weisheit schenkst. Merci parce que tu nous donnes les révélations et de la sagesse. Ja, und ich bete ganz besonders heute Morgen, gerade für diese Bereiche. Éternel, je te prie ce matin, personnellement, ob, ou sur ces sujets. Ob das jetzt im Bereich Musik, Filme oder Predigten ist. Ou c'est le, dans le domaine de la musique, ou dans le domaine des prédications, dans le domaine des films. Dass du uns wirklich Weisheit schenkst. Que tu nous donnes la sagesse. Was gut für uns ist und was nicht. Ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas. Öffne uns die geistlichen Ohren und die geistlichen Augen. Ouvre-nous les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Damit wir wirklich erkennen können. Pour que nous reconnaissions. Wir brauchen dich. Nous avons besoin de toi. Wir brauchen dein Reden und dein Wirken in unserem Leben. On a besoin de ta parole, de ton influence dans notre vie. Mehr als je zuvor. Plus que jamais. Wir bitten dich um deine Hilfe. Nous te prions, Seigneur. Und wir danken dir. Seigneur, nous te disons merci. Dass du uns gerne helfen wirst. Parce que tu nous aides. Amen. Amen.